Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Ich bin der Baume, wir sind unterwegs quer durch die Stadt. Wir haben bereits unser erstes Opfer gefunden und wir haben das erste Symbol entschlüsselt. Und oh mein Gott, was steckt da alles dahinter? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir da? Was bist du? Alles abspielen? Die war nackt. Ach so. Abspielen? Ach, Das ist die Wahrheit. Das ist ja ganz toll. Okay. Nackt durch die Gegend springen ist die Wahrheit. Da wird wahrscheinlich noch mehr kommen. Hoffe ich mal. Alles klar. Tolle Wahrheit. Nackedei, Nackedei. Alle sind heute Nackedei. Adlerauge, Wache, Versteck. Ja, das Adlerauge sollte ich mir mal merken. Beim Wegrennen. Mach mal wieder aus. Dankeschön. So, wir wollen hier irgendwo rein. Wo sind wir denn da? Bei unserer Guten. Bei unserer Freundin. Ich will aber eigentlich zu Da Vinci. Ach so, nee, ich habe ja nichts Neues. Das war ja der alte Zettel, den wir gefunden hatten. Baume, 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 Baume. Baume. Das ist alles rot bei mir. Roter Balken, ja. Ich werde Florenz wohl besser verlassen. Was? Wohin wollt ihr gehen? Mein Onkel Mario hat eine Villa nahe Montedigioni. Ihr werdet noch immer gesucht, Ezio. Was würdet ihr mir dann raten? Ich habe im ganzen Bezirk Steckbriefe gesehen. Reißt sie ab und die Stadt wird euer Gesicht vergessen. Ohne Zweifel werden auch Herolde die Menge aufwiegeln. Bestecht sie, damit sie andere Dinge verkünden. Oder ihr könntet die jagen, die falsch gegen euch aussagten. Sie tauschten Ehre gegen bare Münze. Ihr Verlust würde nicht betrauert. Erledigt einige dieser Sachen und ihr könnt die Stadt verlassen. Wie sie lächelt und wie sie ein ganz kleines bisschen schielt, weil sie ein bisschen oft an der Opiumpfeife gezogen hat. Ah, naja, okay. Bedeckt halten. Bekanntheitsgrad durch das Abreißen von Steckbriefen und die Bestechung von Herolden oder die Ermordung korrupter Beamte verringern. Wir können also Leute bestechen, wir fördern die Korruptheit. Ich habe eine Routine eingebaut, die deinen Bekanntheitsgrad misst. Diese Anzeige zeigt dir, ob du berühmt-berüchtigt bist oder inkognito. Ich wäre gerne berühmt-berüchtigt. Darf ich auch Plakate ankleben? Das zeigt dir, wie vorsichtig du sein musst. Außerdem kannst du sehen, ob dein Bekanntheitsgrad Teil von Ezios Erinnerungen ist oder nicht. Was? Wie? Teil von seiner Erinnerungen? Wie? Mit einem Pfeil ist das hier festgemacht. Entfernen Sie Steckbriefe, um Ihren Bekanntheitsgrad oder Herpadappa. Meins! Ich sammel die. Ich klebe die mir alle zu Hause an die Wand. Dann brauche ich keine Tapete mehr. So wurde wahrscheinlich die Tapete überhaupt erst erfunden, ne? Alles klar. Ach, da oben links ist der Bekanntheitsgrad. Das ist schön. Okay, dann gehen wir mal auf die Karte und markieren uns das alles. Kurtisane, Rebecca, dieses Mädchen kann man sich mieten. Haha. Ich wette, du könntest sie als bewegliches Versteck nutzen. Versuch doch mal, störende Waffen von ihnen ablenken zu lassen. Die Prostitution war einer der häufigsten... bla bla bla. Ich will auf die Karte. Das wäre sehr lieb. Dankeschön. Ah, hier ist alles. Ah, okay. Oh, es ist noch so viel zu erforschen. Erforschen. Was ist denn? Wow, das geht aber noch weit. Wir waren aber noch nicht sehr weit. Alles klar. Dann stecke ich mir mal am besten eine Route. Fange hier unten an. Schlänge mich dann einmal nach hier oben durch und klapper dabei noch ein paar Dingsies ab. Bing. Cool. So, und somit startet das Open-World-Game. Ah, ich liebe Open-World. Das ist einfach so schön, wenn man sich seine Ziele selber setzen kann in solchen Spielen. Verringern Sie Ihren Bekanntheitsgrad. Ja, ich bin gerade dabei. Aber haltet euch besser fern von den Wachen. Alles klar. Welche Wachen? Ich sehe immer nur tote Leute. Ich habe mir doch eine Route quasi, eine imaginäre gesteckt. Gar nicht so leicht. Spring da mal rüber. Jo, super. Du bist ein Toller. Oh Gott. Luftlinie ist, glaube ich, nicht immer die schnellste. Ui, ah. Oh, Mann, nach ihm. Da oben, da ist so ein... Da kann es doch gar keiner sehen. Das ist für ein Quatsch. Das ist ja nur ich. Das ist bestimmt eine Falle. Hep. Ich wette, wir werden noch die verrücktesten Plakate finden irgendwie. Ist wohl vom Affen gebissen worden. Du bist noch am Anfang vom Anfang mit dem 100% Run.
Ich schätze mal, das ist... Uch. Was sind denn das für Augen eigentlich? Kann ich die bestechen? Was sind denn das für Augen? Ihr gewinnt. Ciao. Was? So was habe ich noch nie gesehen. Ist das einer dieser... Töten Sie Amtspersonen, um ihren Bekanntheitsgrad zu verringern? Okay. Warte kurz. Komm mal her. Liebe Amtsperson. Amtmann, lieber Amtmann, es ist doch schon so weit. Halt nur mal kurz eine Minute still und dann wird's auch gar nicht wehtun. Lass mich durch, ihr wandelnden Deckungsdinger. Hepp! 200 Franc, ich sag auch immer Franc. Wartet kurz, Freunde, wir können das ausdiskutieren. Wir können doch alle reden. Wartet kurz. Oh, verdammt. Da hat er aber weit ausgeholt. Ich will das mit dem Kontern üben. Komm her. Ich kann doch auch Leute greifen, ne? Genau. Bam. Bam. Hey, loslassen. Hey. Tja, das tut mir leid. Zack, gekontert. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Die schweren Hiebe sind echt schwierig einzuschätzen von ihnen. Aber irgendwie geht's dann doch. Ein Glück machen die noch nicht so viel Schaden. Da kann ich in aller Ruhe üben. In aller Ruhe. Das war noch lange nicht die ganze Karte. Freu dich auf weitere Orte und Straßenbäume. Oh Mann, ey. Oh Mann. Hey, 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 hey. Hey, hey. Hey, wo sind die Plakate hin, hey? Das ist jetzt gerade, das ist jetzt doof. Wo sind die Plakate hin? Sind die jetzt, jetzt sind die alle weg? Jetzt sind die alle weg? Alle? Warum sind die jetzt alle, da waren noch so viele. Weil wir den Informanten jetzt, deshalb sind wir jetzt wieder anonym? Das ist ja krass. Das ist ja übertrieben. Erinnerungsanfang. Ich will ein bisschen Zeitquesten gerne. Ich gehe erstmal eine Runde klettern. Ich habe jetzt Bock auf Klettern. Ich habe vergessen, den Timer zu starten. Ach du Scheiße, wie lange geht denn das schon? Das geht doch bestimmt schon 10 Minuten, hä? Dann machen wir jetzt noch eine Viertelstunde. Ja, circa vielleicht 10 Minuten so. Kein Wunder. Da hinten lag, da hier rüber und so. Da die Kante, kriegst du die? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und springen! Ich möchte springen den ganzen Tag. Ich möchte singen, so viel ich mag. Wir brauchen wieder ein paar Schätze. Eventuell ein paar Karten. Ein paar neue Gebiete. Wir hatten doch so Sidequests, wo wir Leute verprügeln sollen und so. So, jetzt nochmal mit Anlauf. Bitte, bitte! Bisschen mehr Schmackes. Wir brauchen mehr Schmackes. Wie kann ich Schmackes skillen? Geht es? Huch, oh ey. Es ist echt wichtig, dass man dann so B drückt und so, dass er sich dann festhält und nicht einfach gegen die Wand klatscht. Finde ich ja echt gut gemacht. Was könnte denn der Turm sein? Da hinten ist er, ich sehe ihn. Lalalala, lalala. Oh Gott, schlechte Idee. Okay, ich nehme mal einen Drink. Okay, der stellt schon mal mehr als 3 wieder her. Gut zu wissen. Baume, Städte vergessen schnell. Ja, ja. Ich kenne meine Nachbarn aber auch nicht, du. Städte vergessen schnell. Ich habe dir was bei Twitter gesendet. Schau mal rein. Können wir machen? Mal gucken, wie das heute wird, wenn wir die zweite Folge dann noch anpacken. Das ist Hauptsache, dass ich vor 21 Uhr fertig werde. Ich habe mir eigentlich einen Wecker auf halb 9 gestellt. Gucken, wie weit wir kommen. So, ich will mich da aber jetzt mehr ranhalten. So, den Turm da hinten hätte ich noch gerne. Genau. War ich zwischendurch nochmal asynchron oder geht das jetzt wirklich mit dem Stream-Neustart? Könnt ihr mir das mal kurz in den Chat schreiben? Und wie ist der Sound überhaupt? Habe ich heute noch gar nicht gefragt. Und ich habe schon so viele Folgen aufgenommen. Welcher Turm? Sehe ich den von hier aus? Wo können wir am schnellsten lang? Ich glaube, wir müssen runter. Führt kein Weg drumherum. Schade. Mal nach Truhen gucken. Und ab auf die Straße. Roll dich ab, Junge. Sehr geil. Geht alles tippitoppi, Baume. Danke, Fruchteis. Dankeschön. Sehr gut. Höp. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine Ersparnisse an meine hochverehrten Kunden weiter. Oh. Aber ich nehme mir erstmal diese Ersparnisse mit. Baume, hol dir mal Rüstungsupgrade beim Waffenschmied. War bis jetzt noch nicht möglich, Silverdorn. Sieht der denn eigentlich auch geiler aus?
Also ich meine, ich bin eigentlich sonst einer, der sich nicht viel um Skins und so weiter schert. Wobei, wenn ich mir mal meine Gems bei League of Legends anschaue, dann war der Satz gerade eben glatt gelogen. Da ist der Turm, ich sehe ihn. Aber ich mag das, wenn sich ein Skin ändert, wenn man seine Stats verbessert. Oder wenn sich ein Skin im Laufe des Spiels ändert, wenn das Spiel einen zeichnet mit Striemen, Narben, Rissen, zerfetzten Klamotten und so weiter. Das finde ich immer cool. Hashtag Batman-Reihe. Da! Da ist eine Leiter, eine astreine Leiter. Du sagst, kletter mal, Junge. Okay, und er springt an die Wand. Tja, er ist ein bisschen verrückt, der Kleine. Gott, wie hieß sein Name nochmal? Wie hieß sein Name? Hab ich das gerade? Das macht keinen Sinn, ne? Nee. Quali-Button fehlt, Baume. Oh. Dann ist doch nicht alles tippitoppi. Dr. PP, die Orientierungsamt werde ich nicht. Nein, nein. Die war ja eigentlich ganz nett. Was ist denn das? Was machen die denn da? Wer seid denn ihr? Ich besuche euch mal. Flup, flubbidiwupp. Nickelodeon. Oh, da ist noch eine Feder. Wer seid denn, ja? Ich kann euch anheuern. Was macht denn ihr dann? Diebe. Wabbel. Warum sagst du Wabbel? Wer ist Wabbel? Kommt ihr jetzt mit? Was macht... Ihr steht hier auf dem Dach rum, ne? Ihr seid komische Diebe, ne? Diebe sollten nicht auf Dächern rumstehen. Da gibt's recht wenig zu klauen. Yo, ich habe was zum Klauen gefunden. Guck mal, ich bin viel besserer Dieb als wie ihr. So viel zum Thema, auf Dächern gibt's nichts zu klauen. Da habe ich mich wohl ein wenig vertan. Ich habe mich vertan. Da, 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 da. Und ich höre es glitzern und plitzern. Noch ein... Ich dachte, das wäre eine Feder. Hm. Wir brauchen unbedingt eine Karte für dieses Gebiet. Apropos Gebiet. Wir haben noch ein Gebiet. Das da drüben hätte ich gern. Ezio. Ezio. Ezio heißt er. Vabene? Was? Wo? Da hinten? Ach, da. Was macht ihr denn? Warte mal, könnt ihr das hier? Hui! Macht mit, macht mit! Los! Ah. Oh Gott! Okay, das üben... Aber ihr könnt es nicht. Verstehe. Ich verstehe. Ihr seid da auch nicht. Aber toll, dass ihr es versucht habt. Das Stroh war nur ein bisschen wenig. Hier ist der große Haufen. Da drüben ist der kleine Kackhaufen vom großen Haufen. Na, immerhin zwei haben es irgendwie geschafft. Hm, ist das schön. Ist das schön. Wie, warte mal. Siete voi, buonasera. Ja, ja. Ups, ups, Entschuldigung. Obwohl dies nicht per se verboten ist, ist es doch nur so lange unterhaltsam, bis jemand dabei ernsthaft verletzt wird. Und Aufwiegler, die kann ich bestechen, ne? Herolde, bestechen Sie Herolde, um Ihren Bekanntheitsgrad zu... Ja, wie mache ich denn das? Tier. Er tötet zum Vergnügen jeden, der seinen Weg kreuzt. Du, ich bin der Typ, von dem du redest. Mach mal ein bisschen gute Werbung für mich. Und was machen die Diebe jetzt? Wir sind die einzige Gruppe von parkourmäßig auf Dächern... Ist das ein Witzkoma? Parkourmäßig? Die können sich parkourmäßig in den Tod stürzen. Was sagt er jetzt? Naja, er macht ein bisschen positive Publicity. Das ist unsere PR-Abteilung, um die müssen wir uns auch hin und wieder kümmern. Netter Aspekt vom Spiel. Oh! Das ist das geil. Es ist nur ein Zaun, Leute. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ihr hättet auch einfach drum rumgehen können. Ne? Die hellsten seid ihr ja nicht. Aber ihr gebt euch Mühe. Das rechne ich euch hoch an. Ihr seid mit Leib und Seele dabei. Hey, kommt schon. Das ist was wert. Das muss was wert sein. Ich mache noch einen Todessprung. Mal gucken, wer es schafft. Der wird aus meinen Diensten wieder entlassen zur Belohnung. Die Bestechung war noch nicht nötig. Ja, ich wollte es nur mal probiert haben. Ach, guck mal, da sind noch mehr von unseren Parkourmeistern. Kommen die nur hier hoch? Ne, die stehen da unten und warten, ne?
Dann schaue ich mich mal um. Es ist nur eine einzige Gruppe und Bakumi sich auf Dächern folgen kann. Den Todessprung können sie aber nicht. Gut. Die klauen für mich Geld. Ja, ich habe gerade ein bisschen versucht. Ich bin ja durch eine Truppe gelaufen und habe da was geklaut. Ich weiß nicht, ob die Diebe mit... kommt ihr mit? Kommt mal mit. Ich will euch mal ausprobieren. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Ich nehme extra die Leiter für euch. Guck mal. Das tut er euch nicht weh. Bitte, bitte, bitte nehmt auch die Leiter. Das wäre super clever. Nehmt ihr die Leiter? So, guck mal. Hier sind viele Leute, die man beklauen kann. Macht ihr das? Macht ihr das für mich? Ich habe Geld für euch bezahlt. Wie wäre es, wenn ihr euch ein bisschen amortisiert? So kann man auch Geld verdienen. Die machen ja gar nicht mit. Hussa. Das ist ja toll. Kann ich das auch bei sitzenden Leuten machen? Nö, aber ich kann sie dazu bringen, aufzustehen. Was war denn das? Mein Ruf wird hier schlechter. Okay. Ich bin ja auch der Schlechter. Ach, je mehr ich klaue, desto schlechter wird mein Ruf. Verstehe, verstehe. Interessante Mechanik. Diebe sind ganz nett, um Wachen abzulenken. Naja, aber nichts ist so nett, um Wachen abzulenken, wie die Prostituierten. Die finde ich toll. So, dann gehen wir mal zurück zur Hauptquest. Komm, was soll's, wenn wir zwischendurch noch bei einem Hufschmied vorbeikommen, dann können wir ja mal fragen, ob der uns eine Rüstung bastelt. Ach, und ihr Diebe, ihr... Abwarten. Ihr tut mir so leid. Lasst euch mal nicht von mir ins Unglück stürzen. Oh, warte. Ach so, nee, die warten da jetzt. Na, okay. Hier hätte ich es mal ausprobieren können. Ah, wir werden sicherlich noch genug Gelegenheit bekommen, unsere Diebe zu testen. Hui. Wie er die Arme ausgestreckt hat. Komm her, Cherie. Wo ist er? Da waren Wachen. Immer wachsam. Warte mal kurz. Hier soll irgendwo ein Zettel sein. Laut Karte. Der ist bestimmt wieder irgendwo hingeklebt, wo kein Schwein sehen kann, da oben. Ist das clever. So clever. Echt richtig clever. Hui. Und wie viel macht er weg? Ein Viertel. Ein Viertel, das ist nicht schlecht. Vier von diesen Zetteln und wir sind wieder gut dabei. Hier ist noch irgendwo einer hingeklebt, wo ihn keiner sehen kann. Huch. Ich renne voll an der Mission vorbei. Ja, hast du mal eine Markt? Entschuldigung. Hui. Na? Och komm. Mach doch mal die Arme lang. Hey. So, super. Dankeschön. Mann, Mann, Mann. So, unsere Freundin. Hui. Bam. Klopf, klopf. Willkommen zurück, Ezio. Wart ihr erfolgreich? Ja. Mutter? Ezio. Ach, ihr geht's wieder gut, wunderbar. Sie wollten uns nicht gehen lassen. Und Mutter, ach, sie hat kein Wort gesprochen, seit wir das Haus verließen. Vater wird einiges klären müssen. Wo ist Vater? Und Federico? Und Petruccio? Hä? Es ist was passiert. Was meinst du? Nein, unmöglich. Claudia. No. Ich tat alles, was ich konnte, Piccina. Hör zu, jetzt ist nur wichtig, dass wir uns in Sicherheit bringen. Aber dafür musst du dich zusammenreißen. Verstehst du? Gut. Passt du für mich auf Mutter auf? Die ist immer noch total verstört. Dann sind wir bereit. Nochmals danke für alles. Passt auf, Ezio. Bleibt wachsam. Ich glaube, euer Weg wird ein langer sein. Das hoffe ich doch. Ich hoffe doch, dass wir hier noch viel zu tun haben werden. Arrivederci. Aha, aus Florenz bis zur Villa des Montignon. Okay, das schaffe ich. Seguimi.
Okay. Steuerung von Verbündeten. Drücken Sie, um Verbündeten Befehlen warten oder folgen zu erteilen. Okay. Achso, die folgen mir jetzt. Oh, ich kann mit den... die Wachen... Achso. Hast hier nichts zu suchen, ja, du Hund. Ja, ja. Ich kann mich normal bewegen, weil mein Ruf jetzt wieder hergestellt ist. Und... Ah, verstehe. Interessante Mechanik. Das finde ich wirklich... Nein, nicht solche. Im ersten Teil gab's die Bettlerinnen, dann noch die Bekloppten und die Besoffenen. Und jetzt gibt's auch noch Barden, die uns besingen. Oh, wie ich die Leute hasse. Ich fass dich an. Ich fass dich gleich an, wenn du nicht aufhörst. Ich kann ihn nicht anfassen. Ich kann nur solche Leute anfassen. Auch nicht schlecht. Und wenn ich untergetaucht bin, hört er auf, mich anzusingen. Das ist gut. Oh, Gott sei Dank. Oh, Barden. Wirklich. Wirklich. Wir können uns aber auch ein bisschen beeilen, ne? Die Wachen dürften eigentlich doch jetzt nicht böse auf uns sein. Wir verschwendet. Ja, ich bin ja schon dabei. Noch so einer. Die sind doch nur dazu da, dass sie einem Weg rumstehen. Was? Geld werfen? Drücken Sie das Waffenrad. Was? Werfen Sie mit Geld, um Zivilisten anzulocken und Wachen abzulenken. Okay. Oder ich tauche halt einfach unter, ne? La, ich bin super anonym, wenn der Typ mich besingen tut. Kommt, seid nicht schüchtern. Doch, ich bin aber schüchtern. Wo ist denn... Das ist... Wie rüste ich jetzt das Geld aus? Mit welcher Taste war jetzt Geld? Wo war... Hä? Welche Taste waren das jetzt? Ich dachte, das wäre hier eine von dem Kreuz. Wie werfe ich denn Geld? Nee, ich will den nicht verprügeln. Hat einer aufgepasst, wie ich Geld werfen kann? Baden kann man immer wegkloppen. Können wir mal ausprobieren. Nee. Das macht ganz schlechtes Karma. Baden wegkloppen macht ganz schlechtes Karma. die Zeit ist rum. Der Timer, alles klar. Okay, dann mache ich hier eine kurze Pause. Ich werde mich noch kurz mit dem Twitch-Chat beraten, ob einer aufgepasst hat, wie ich Geld werfen kann. Weil ich glaube, genau das brauchen wir hier, um an unseren Checkpunkt zu kommen, weil da sind jede Menge Wachen im Weg. Ich dachte, das wäre einer von diesen Tasten hier, aber damit wechsle ich nur zwischen verborgene Klinge, Fäuste und... Was? Waffenrad. Ja, Fosa, das habe ich auch gelesen, Waffenrad. Aber wo zur Hölle ist denn das Waffenrad? Ja, Steuerung nachsehen. Ja, genau das werde ich jetzt tun. In der Pause, in der nächsten Folge, werden wir unsere Mami, die ist total neben der Spur. Das ist ja, ich dachte, die hätte sich mittlerweile mal erholt. Aber die ist total neben der Spur. Die müssen wir dringend in Sicherheit bringen. Naja, und dann können wir unseren Rachefeldzug endlich fortsetzen. Yay! Ich warte nur drauf, dass sich mal irgendwann einer von der Bruderschaft blicken lässt. Wir haben ja jetzt quasi schon einen Ruf. Ja, wir sind ja dabei, diese Schriften und so, man sucht uns ja und vielleicht sickert jetzt auch so eine Info durch, dass da jemand einen Rachefeldzug plant. Vielleicht kommt das ja bei irgendwelchen Assassinen aus der Bruderschaft an und die werden Kontakt zu uns aufnehmen. Ich denke mal, das wird sich so entwickeln. Und es muss ja noch geklärt werden, warum das überhaupt alles passiert ist. Dieses und was für Leute unser Vater da im Auge hatte. Naja, okay. Brauchen wir nicht vor den Wachen wegkloppen. Ja, ja, okay, gut. Darf man sich jetzt nicht mal mehr mit Baden prügeln? Ich dachte, die wären sowas wie Hofnarren. Na dann, bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski.